Hallo, wir sind Ariane und Marcel. Wir studieren beide Betriebswirtschaft an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Ich hier am Campus in St. Augustin. Und ich hier am Standort in Rheinbach. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum die Hochschule gleich zwei Standorte für denselben Studiengang hat, dann liegt das einfach daran, dass Betriebswirtschaft super beliebt ist. Und nur so kriegen wir alle Studierenden unter. Ob ihr jetzt aber am Ende in St. Augustin oder in Rheinbach landet, ist eigentlich egal, denn das Angebot der Studiengänge ist völlig identisch. Ich komme ja eigentlich aus der Kreativbranche und wollte Betriebswirtschaft auf jeden Fall studieren, um das nochmal mit so einem richtigen Business-Background zu untermauern. Und klar finde ich da vor allem Themen wie Marketing, Kommunikation, Organisation, International Management total spannend. Nach ein paar Semestern muss ich zugeben, dass ich dazu aber auch wieder erwarten, Controlling, Rechnungslegung, Finanzierung, Finance, ziemlich gut finde. Finance ist mein Thema. Nach meiner Ausbildung war mir klar, ich möchte das Kaufmännische vertiefen und mehr rausholen. Und ich wollte mich aus der Masse der Betriebswirtinnen und Betriebswirte abheben und bei meinem zukünftigen Arbeitgeber mit Praxiserfahrung punkten. Denn neben den Vorlesungen an der HBRS wird hier auch ganz viel Wert auf Projektarbeiten und Praxis gelegt. Unsere Studierende erhalten bei uns zunächst eine fundierte betriebswirtschaftliche Grundlagenausbildung. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, aus einer außergewöhnlich umfangreichen Vielzahl von praxisorientierten Schwerpunktfächern zu wählen, die Berührungspunkte zu ganz unterschiedlichen Berufsfeldern aufweisen. Besonders am Herzen liegt uns die praxisorientierte Anwendung der erlernten Kompetenzen. Dazu bieten wir unterschiedliche Praxisprojekte, ein separates Praxissemester und zum Beispiel Bachelorarbeiten in Kooperation mit renommierten Unternehmen an. Die Qualität der Lehre ist halt super hoch. Alle, die hier lehren, egal ob Dozent, Dozentin, Professor, Professorin, kommen alle aus der Praxis. Und umso cooler ist es natürlich, wenn man da direkt im kurzen Austauschweg und direkt in Kontakt steht. Antworten auf alle Fragen rund ums Studium gibt's auch hier. Als ich an der HBRS angefangen habe, war so vieles neu und es prasselte so vieles auf mich ein. Die Fachschaft bietet Unterstützung und Orientierung. Wir von der Fachschaft sind für euch da. Ich mag die Teamarbeit hier. Wir organisieren Erstsemesterfahrten, Grillpartys und andere Events für euch. Und die Abläufe in unseren Meetings ähneln sehr Strategie-Meetings, wie ich sie aus meinem Praxissemester kenne. Ich habe kürzlich mein Praxissemester in einem internationalen DAX-Konzern in Bonn gemacht. Jetzt schreibe ich da sogar meine Bachelorarbeit. Das ist natürlich eine Riesenchance und wer weiß, was sich mit der Abgabe einer guten Arbeit noch so ergibt. Vielleicht arbeite ich ja bald im Ausland. Apropos Ausland, über das Austauschprogramm von der Hochschule konnte ich ein halbes Jahr in Bilbao in Spanien verbringen. Und was soll ich sagen, das ist eine der besten Zeiten überhaupt. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt und ich habe vor allem über mich und auch über so viele andere Menschen so viele tolle Sachen gelernt. Und von vorne bis hinten war der Support von der Hochschule wirklich überragend. Von der Auswahl der Stadt bis hin zur Hilfe vor Ort, bis dann auch zur Anrechnung von den Kursen, war die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg immer da und hat mir immer geholfen. Wir wissen, wie gerne unsere Studierenden Zeit im Ausland verbringen und sind auch überzeugt, dass ein Auslandsaufenthalt einerseits den persönlichen Erfahrungsschatz und andererseits den Lebenslauf in einer globalisierten Wirtschaft bereichern. Wir bieten Ihnen deshalb die Möglichkeit, das Praxissemester bei einem Unternehmen im In- oder Ausland zu verbringen und auch ein Auslandsstudium zu absolvieren an einer unserer vielen Partnerhochschulen bis zu 3 Semester und gegebenenfalls sogar einen Doppelabschluss zu erwerben. Es gibt aber noch mehr, zum Beispiel das Program for Excellence. Das ist für alle, die vom Studium noch ein bisschen mehr haben wollen. Wer da einmal drin ist, kriegt extra Seminare, hat Zugang zu einem riesigen Alumni-Netzwerk und vor allem direkten Kontakt zu ganz großen Unternehmen. Ich bin eine ehemalige und war auch damals im Program for Excellence. Jetzt ein Jahr nach meinem Studium und auch fest im Job angekommen, kann ich sagen, dass die HBRS nicht nur alles Fachliche einem beibringt, sondern insbesondere auch durch diverse Projekt- und Gruppenarbeiten immer wieder dazu auffordert, über den Tellerrand hinauszuschauen. Karrierefördernd für mich war insbesondere, dass ich nach meinem Bachelorstudium direkt mit dem Master in Controlling and Management in Teilzeit angefangen habe. Das hat mich auch nochmal besonders gefördert und weitergebracht. Und ich gehe jetzt für 6 Monate nach Berlin ins Praxissemester, zu einem der größten Musikkonzerne der Welt. Die besten Chancen entstehen sowieso, wenn ihr offen und spontan seid. Nehmt einfach alles mit, dann kann euch gar nichts passieren.
Genau, es gibt so viele Möglichkeiten, zum Beispiel nach dem Bachelor einen Master an der HBRS zu machen oder über Kontakte aus dem Praxissemester direkt in den Job zu starten. Wir jedenfalls freuen uns total auf unsere Zukunft.